Hi, willkommen wieder mal bei Mach mal's einfach. Heute aus meinem Keller. Ich habe mir hier ein bisschen Basilikum nachgezogen. Wenn ich den hier mal raushole, seht ihr, der hat hier wunderschön Wurzeln gebildet. Und den möchte ich mir jetzt formschön in die Küche stellen. Deswegen habe ich mir gedacht, wie ich es hier schon mal mit der Flasche gemacht habe, schneide ich das auseinander. Bloß ein bisschen größer, so die Größe ungefähr. Und ich möchte aber eine Selbstbewässerung haben mit Granulat. Das Ganze mache ich mit dieser Schneidegeschichte hier. Wenn euch das Ganze zu lange dauert, schaut euch das Short an. Ansonsten hier erkläre ich detailliert. Also bis gleich. Wenn ihr das Schneidegerät habt, das hat hier Rollen, auf denen ihr die Flasche drehen könnt. Und hier hinten einen verstellbaren Bügel, mit dem ihr einstellt, wo ihr eure Schnittkante haben möchtet. Das hier vorne ist das Messer. Normalerweise werden Handschuhe mitgeliefert. Ich trage die jetzt nicht, das funktioniert gut genug. Legt das Ganze auf, schaut, dass eure Schnittkante passt und dann das Ganze in Position halten und einmal rumführen. Ihr hört jetzt dann leicht Schneidegeräusch. Irgendwann, wenn ihr hier drüben ankommt, hier seht ihr schon den Schnitt. Mit Weinflaschen habe ich festgestellt, geht es ganz gut mit allem, was ein bisschen dünnwandiges Glas hat. Alles, was dicker wird, wie Whiskyflaschen oder Rumflaschen, da wird es etwas schwieriger. Als nächstes müssen wir jetzt die von uns geschaffene Schnittkante hier erhitzen. Ich habe jetzt ein paar Mal probiert. Am besten ging es mit einer Kerze. Den Trick habe ich beim Detlef Römisch gesehen. Ihr nehmt das Ganze und führt es hier circa eine Minute lang immer an der Schnittkante, an der Flamme entlang. Ihr hört auch noch mal kurzzeitig so leichtes Brechen. Hinter mir habe ich Wasser vorbereitet. Das kann einfach aus der Leitung sein, muss nicht mit Eiswürfeln oder ähnlichem sein. Ich drehe das mal eine Minute und euch verkürze ich die ganze Zeit. Die Minute sollte jetzt ungefähr rum sein. Ihr hört auch beim Drehen immer so leichtes Knacken, wenn sich das Glas erhitzt. Es muss jetzt nicht beim ersten Mal funktionieren. Es kann sein, dass ihr diesen Vorgang zwei, dreimal wiederholen müsst, bis die Flasche richtig bricht. Ich gehe jetzt von hier nochmal eine Runde rum. Ab ins Wasser. Aufs erste Mal funktioniert. Ihr könnt es jetzt hier vielleicht sehen. Wir haben hier noch so leichte abstehende Kanten. Auch hier an dem Ansatz. Und die schleife ich mir jetzt mit meinem Akkuschrauber mit Schleifaufsätzen ab. Allerdings solltet ihr schauen, dass ihr die Drehzahl vielleicht nicht zu hoch wählt und gegebenenfalls das Ganze auch mit Wasser befeuchtet. Bin jetzt hier mit meiner Schleiferei fertig. Ihr seht hier, kriege ich das richtig hin? Den Rand habe ich gut abgerundet. Da habe ich keine scharfe Kante mehr. Von innen ist es noch leicht scharf. Da müsstet ihr dann wahrscheinlich mit einem Stück rein und müsstet das von Hand aufschleifen. Dasselbe habe ich hier mit meinem Deckel gemacht. Jetzt kommen wir zur Selbstbewässerung. So soll das Ganze dann mal sitzen. Pflanze kommt dementsprechend hier so mit rein. Und jetzt brauche ich mein Granulat. Für die Selbstbewässerung nehme ich hier meinen Docht und messe mir das etwas länger ab als mein Flaschenhals. Einen Schnitt.
Dann könnt ihr entweder etwas mit einfügen hier unten drin oder ihr macht mal ein paar Knoten rein. Hier einmal, vielleicht noch einen zweiten an dieselbe Stelle. Das soll ein bisschen das Durchrieseln verhindern. Und dann geben wir das hier durch unseren Flaschenhals durch. Jetzt geben wir Granulat mit drauf. Dann nach oben, weil es wird etwas durchrieseln. Ganz lässt sich das nicht verhindern. So, wenn wir es haben, geben wir es in unsere Flasche rein. Jetzt kommt die Pflanze mit drauf. Die Wurzeln schön eingedreht. Die Bewässerung mit reinlegen. Bleibt unten. Und mit Granulat auffüllen. Ganz leicht festdrücken. Schon haben wir unseren ersten Basilikum in der Selbstbewässerung. Das hebt ihr jetzt hier an, gebt Wasser unten rein und fertig ist das Ganze. So sehen jetzt meine hier aus. Ich habe mir zwei Stück gebastelt mit dieser Selbstbewässerung und einmal eben ohne Selbstbewässerung. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das Ganze ist. Und vielleicht mache ich noch das ein oder andere Flaschen-Do-It-Yourself-Projekt. Bis dahin, macht's gut!